Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Vortrag zu GeoEngine. Mein Name ist Christian und zusammen mit Johannes stellen wir euch die GeoEngine vor und wie man von der UI zum Python Notebook und zurück damit kommt und nebenbei Geodatenverarbeitung betreibt. Zunächst geben wir einen kurzen Überblick über unseren Hintergrund. Und zwar sind wir Teil der GeoEngine GmbH und dieses ist ein Startup der Philipps-Universität Marburg. Wir kommen alle aus dem Bereich Datenbanksysteme und haben dort im Bereich ja Biodiversität und Fernerkundung geforscht. Und im Zuge eines XS-Forschungstransfers haben wir quasi unsere Forschungsprototypen in die GeoEngine als Produkt umgewandelt, beziehungsweise sind gerade dabei. Und die GeoEngine GmbH steuert sozusagen die Entwicklung des Open-Source-Systems GeoEngine. Wir bieten diverse Leistungen an und zwar entwickeln wir Datenportale auf Basis der GeoEngine und dessen Interaktivität und Explorationsfeatures, da sehen wir gleich noch etwas dazu. Und wir bieten einen Datenzugriff an über den Browser, über OGC-APIs, über Jupyter Notebooks in einer Art ja DataCube-artigen Zugriff. Zudem können wir auch mit der GeoEngine Datenprodukte wie NDVI oder andere Dinge berechnen und als Software-as-a-Service bereitstellen für Projekte. Die GeoEngine ist ein System, was aus vier Komponenten besteht. Die eine Komponente ist der Datenzugriff, bei dem wir auf lokale oder externe Raster- und Vektordaten zugreifen und dort ja einen einfachen Zugang und Datenharmonisierung bieten. Dann haben wir ein Processing in Form einer Workflow-Engine, die halt ja von einfachen bis komplexen Workflows halt durchrechnen kann und halt die Daten nutzt und weiterverarbeitet. Für die weiterverarbeiteten Daten bieten wir dann Schnittstellen an, wie zum Beispiel ein User Interface, Zugang mittels Jupyter Notebooks für Programmiersprachen. Wir bieten OGC-APIs an, wie WMS, WFS, WCS und halt auch noch eine Custom-API, um mit der GeoEngine zu interagieren. Das User Interface sehen wir als Protokomponente an, um einen einfachen Zugang zum System zu haben. Quasi eine einfache Möglichkeit, nur mit dem Browser mit Geodaten zu arbeiten und Workflows zu erstellen und diese dann zum Beispiel in Jupyter Notebooks weiter nutzen zu können. Wenn man jetzt etwas herauszoomt und GeoEngine als Gesamtsystem sieht, wo die Komponenten alle vereinigt sind, kann man als Nutzerin oder Nutzer verschiedene Wege zugreifen, also zum Beispiel rein browserbasiert über User Interfaces oder Portale auf Basis der GeoEngine, mittels Programmierschnittstellen wie hier in Jupyter Notebooks und die OGC-APIs können halt bedeuten, dass man entweder mit der API spricht oder eine Anwendung baut, die halt mit dieser API auf die Daten zugreift und dann in eigenen Anwendungen einfach weiterverwendet. Wichtig ist hierbei einmal grundlegend zu verstehen, wie die Interaktion mit der GeoEngine funktioniert und ja, wie das Processing vonstatten geht. Und wir zeigen das hier anhand eines WMS-Requests, also eines Webmap-Service-Requests, indem wir Rasterdaten anfragen und im Endeffekt als Bilddaten, also als PNG, irgendwie ausgeben wollen. Und hier müssen wir zunächst halt ein Workflow definieren. Und in dem Beispiel sieht man hier zwei Rasterquellen, einmal oben, einmal unten. Und bei der obigen Rasterquelle haben wir zum Beispiel noch eine Reprojektion hingehangen, die die Daten quasi angleicht, indem sie aufs gleiche Koordinatensystem umprojiziert und dann diese beiden Datenquellen mit einer Expression vereinigt, indem man eine benutzerdefinierte Rechnung, also irgendeine Kalkulation durchführt und dann das Ergebnis hat. Wenn man dann das so an den Server schickt in Form eines JSON-Requests, wenn man das quasi manuell macht, im User-Interface wird einem quasi dieser Prozess abgenommen, dann erhält man vom System, vom Backend, eine Workflow-ID zurück. Das heißt, man hat diesen Workflow registriert und man kann mit einer ID darauf zugreifen. Wenn man das dann gemacht hat, dann hat man im Beispiel von WMS pro Workflow-ID oder pro Workflow einen eigenen Endpoint, in dem man auf die Daten zugreifen kann. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Backend mit diesen WMS-OGC-Endpoints und mit irgendeinem OGC-Client, ist eigentlich egal wer, das ist ja ein offener Standard, kann man dann darauf zugreifen. Hier sieht man es schlecht WMS und dann die ID. Die Anfrage sieht dann so aus, dass man diese ID quasi über diesen Endpoint angibt. Und bei WMS heißt auch der Layer dann so. Und man gibt zusätzlich, das haben wir als Vendor-Parameter eingefügt,
ein Zeitintervall oder einen Zeitpunkt an, indem man zum Beispiel sagen kann, okay, diese Rasterdaten bitte immer für den Januar oder für das ganze Jahr 2022. Zudem gibt man natürlich auch eine Bounding Box an, also welchen Fleck auf der Erde, welche Region möchte man sich anschauen und durchrechnen und eine Auflösung, so etwas wie 10 Meter oder 100 Meter, dass man quasi diesen Workflow definiert und dann unabhängig von der Auflösung oder der Bounding Box und dann in einer Anfrage setzt man dann diese Parameter und fragt so das Backend an. Und nachdem das Backend so angefragt wurde und es anfängt zu rechnen, ist es jetzt im Beispiel von Rastern so, dass wir kachelbasiert arbeiten. Das heißt, um nicht den Hauptspeicher zu sprengen, arbeiten wir hier Kachel für Kachel die Rasterdaten ab, sowohl räumlich als auch zeitlich. Berechnen halt den Workflow. Am Anfang hatten wir gesagt, dass wir diese Raster-Expression durchrechnen. Und dann wird quasi Kachel für Kachel das Ausgabe-PNG der WMS-Anfrage gefüllt und dann an den OGC-Client zurückgegeben. Und dieser OGC-Client, der kann halt dann unser User-Interface sein, was wir gleich vorstellen. Das kann halt Jupyter-Notebook sein, unsere Python-API, die darauf zugreift. Das kann eine eigene Anwendung sein, die einfach unsere API verwendet oder die OGC-API verwendet. Und es gibt also viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Und das ist im Prinzip lose gekoppelt. Man kann also das Backend aus vielerlei Anwendungen im Endeffekt verwenden und für vielerlei Anwendungen. Als nächstes übergebe ich an Johannes, der das Ganze einfach mal live demonstriert anhand eines Use Cases, wo man sieht, wie man im UI arbeitet, wie man in Python und Jupyter Notebook arbeitet, wie man das Ganze miteinander kombinieren kann. Für diese Demonstration starten wir mit dem zunächst leeren User Interface der GeoEngine. Im Zentrum ist ein Kartenlayer, der auf Open Layers basiert. Links ist eine Layerliste, die aktuell leer ist. Und oben ist eine Zeitauswahl, mit der wir steuern können, zu welchem Zeitpunkt die Daten auf der Karte dargestellt werden sollen. Auf der rechten Seite befindet sich ein Menü. Punkt Login brauchen wir für diese Demonstration nicht. Der nächste Punkt dient dazu, verschiedene Datenprovider auszuwählen. Für diese Demonstration wählen wir Datasets aus, die bereits in das System hinzugefügt wurden. Wir interessieren uns für den NDVI, der aus den Sentinel-Bändern 4 und 8 berechnet wird. Wir können jetzt die Bänder hinzufügen und sehen diese direkt auf der Karte. Hier liegt Marburg. Man sieht sehr gut den Fluss, die Lahn, der durch Marburg fließt, im Infrarotbild als sehr dunkel dargestellt. Zunächst benutzen wir einen einfachen Operator aus dem Operatorsmenü, um ein Histogramm für einen der beiden Bänder darzustellen. Wir wählen Band 8 aus. Sagen wir möchten 20 Buckets im Histogramm haben. Mit Create können wir ein neues Histogramm erstellen, das für die Daten, die aktuell auf der Karte dargestellt werden, errechnet wird. Nutzen wir jetzt die Zeitauswahl, können wir nicht nur die Karte verändern und einen anderen Monat darstellen, zum Beispiel Februar, sondern auch das Histogramm wird neu geladen. Um den NDVI zu berechnen, benutzen wir auch einen Operator, in dem Fall den Expression-Operator. Hier wählen wir auch die Bänder 8 und 4 aus und geben die Expression als Formel an. Der NDVI ist ein Vegetationsindex, der im Wertebereich minus 1 bis 1 definiert ist. Heißt, unser Rückgabetyp muss Float sein. Als NoData-Wert wählen wir den Wert minus 9999, der auf jeden Fall sicher ist. Der neue Layer soll den Namen NDVI tragen. Und mit einem Klick auf Create erzeugen wir diesen neuen Layer auf der Karte. Der neue Layer wird schwarz dargestellt. Das ist aber gar kein Problem. Das liegt nur daran, dass er keinen passenden Colorizer hat. Wir können das Menü verwenden und auf Edit Symbology klicken und dann aus einem Histogramm den Wertebereich der Daten verwenden, um einen neuen Colorizer anzulegen. Und schon können wir den Layer neu darstellen lassen. Was sehr interessant ist, ist, wenn man ein Reverse Color Map verwendet, dann werden zum Beispiel die Gebäude in Marburg, die eben keine Vegetation sind, sehr hell dargestellt. Dafür verwenden wir jetzt eine andere Color Map. Jetzt sieht man sehr gut die Gebäude. Hier zum Beispiel ist die Universität auf den Lahnbergen, den Fluss und auch die Autobahn, die durch Marburg führt. Auch für diesen neuen Layer, der den NDVI darstellt, können wir nun die Zeit verändern. Wenn wir hier oben von Februar auf zum Beispiel März oder auch Juni wechseln.
Das liegt daran, dass der Layer durch einen Workflow beschrieben wird, den wir durch einen Klick auf das Menü und auf den Menüpunkt Lineage anzeigen können. Hier sehen wir, dass zwei Rasterbänder, die mit GDAL geladen werden, im Expression-Operator vereinigt werden und eben einen neuen Layer erzeugen, der NDVI heißt. Diesen Layer kann ich jetzt auch in Python weiterverwenden. Dafür gehe ich in das Menü des Layers, klicke auf Copy Workflow ID to Clipboard und wechsle dann in mein Jupyter Notebook, um dort weiterzuarbeiten. Wir sind jetzt in einem Jupyter Notebook. In der ersten Zelle laden wir zunächst das GeoEngine Package. Dann initialisieren wir eine Verbindung zum Server, auf dem die GeoEngine läuft, und fragen eine Session an, in der wir arbeiten. Dann können wir mit der Workflow-ID, die ich eben im User Interface kopiert habe, den Workflow anfragen und in Python weiterverwenden. Zuerst fragen wir die Informationen über den Workflow ab. Der Workflow hat den Datentyp Flow 32, das war notwendig, um den NDVI von minus 1 bis 1 darzustellen, und den No-Data-Wert minus 9999. Den Workflow können wir jetzt anfragen. Das passiert durch ein sogenanntes Query Rectangle. Wir geben an, welcher Zeitpunkt uns interessiert, das ist der Februar, und den Bereich, für den wir die Informationen erhalten wollen. Wie ich schon gesagt habe, interessieren wir uns für einen Wald in der Nähe von Marburg und dafür fragen wir jetzt auch den NDVI an. Wir benutzen dafür ein anderes Koordinatensystem als im User Interface und die GeoEngine wird die Daten automatisch umprojizieren. Den Workflow können wir dann anfragen mit einer Methode getXArray und dem Query Rectangle. Das Ergebnis ist ein XArray Dataset, mit dem wir weiterarbeiten können. Zum Beispiel können wir es plotten und erhalten dann den NDVI dargestellt für die von uns angefragte Region. Wir können den Workflow in Python auch erweitern. Dafür habe ich eine kleine Veränderung vorgenommen. Wir nutzen den alten Workflow, den wir angefragt haben, als Input für einen neuen Workflow und rechnen den NDVI einfach mal minus 1. Dieser neue Workflow wird am Server registriert und kann dann genauso verwendet werden wie der Workflow, den wir abgefragt hatten. Dies ist die neue Workflow-ID und wir können jetzt das Ergebnis mit getXArray anfragen und bekommen dann wieder ein X-Array, das wir plotten können und wir sehen, dass der Wertebereich sich einfach umgedreht hat. Jetzt können wir diese Workflow-ID auch benutzen, um im User-Interface weiterzuarbeiten. Dafür wechseln wir wieder zurück in das User-Interface. Über das Menü Add Data können wir im User-Interface einen neuen Layer über die Workflow-ID einfügen. Hier fügen wir jetzt die Workflow-ID aus Python ein. Beim Klick auf Add Layer wird der neue Layer hinzugefügt. Dieser Layer hat keinen passenden Colorizer, aber wir können wieder das Menü verwenden, Edit Symbology auswählen und aus dem Histogramm den passenden Wertebereich auswählen. Jetzt wählen wir wieder eine Color Range, in diesem Fall Viridis, und fügen den Layer auf der Karte neu eingefärbt hinzu. Wie schon gesagt, interessieren wir uns eigentlich für einen Wald in der Nähe von Marburg. In diesem Wald stehen viele Bäume, die mit Sensoren ausgestattet sind, um Biodiversität zu messen. Das geschieht im Natur4Null-Projekt. Dazu laden wir zunächst ein Dataset hoch, das die Standorte der Bäume beinhaltet. Dafür können wir auf Add Data klicken, Upload und dann ein File auswählen, das bei uns auf dem Rechner liegt. Ich habe nur ein Geo-Package ausgewählt, das eben die Baumstandorte als Layer enthält. Klicke jetzt auf Upload und dann füllt das System automatisch die wichtigsten Informationen über diesen Layer aus. Auch welche Attribute es gibt und welches Koordinatensystem in dem Layer vorhanden ist. Dann kann ich dem Layer einen Namen geben. Wir nennen ihn in diesem Fall einfach Bäume. Mit einem Klick auf Create wird der Layer abgeschlossen. Wir sehen jetzt einen Punktlayer in der Nähe von Marburg und zoomen auf diesen Layer. Jeder dieser Punkte symbolisiert einen oder mehrere Bäume. Die einzelnen Bäume haben bis jetzt kein Attribut, das den NDVI an diesem Standort angibt. Wir können das ausprobieren, indem wir für den Layer die Datentabelle anzeigen. Um diesen Punkten jetzt ein Attribut hinzuzufügen aus dem Rasterlayer, wählen wir wieder einen Operator, den Raster Vector-Join. Hier wählen wir den Layer aus, an den wir die Rasterwerte hinzufügen wollen, das ist der Baumlayer, wählen den Rasterlayer aus, den wir hinzufügen wollen und den Namen dieses Layers. Dann geben wir dem neuen Layer einen Namen und klicken auf Create, um ihn hinzuzufügen. In diesem neuen Layer, dem wir zunächst eine andere Farbe geben, können wir nun in der Datentabelle die einzelnen NDVI-Werte anzeigen.
zum Beispiel hat dieser Baum den negativen NDVI-Wert minus 7,6. Wir können jetzt diese Werte auch verwenden, um die Punkte dynamisch einzufärben. Wir wählen jetzt im Colorizer-Menü aus, dass wir die Punkte über das Attribut Inverse NDVI einfärben möchten. Dafür wählen wir aus, dass die Werte von minus 1 bis 0 eingefärbt werden sollen. Da wir uns im Juni befinden, ist die Vegetation hier sehr grün. Das heißt, alle Punkte haben den Maximalwert, den wir ja mal minus 1 gerechnet haben. Wandern wir jetzt zurück in den Februar, werden wir sehen, dass die Punkte ihre Farbe ändern. Und auch diese Operation ist deshalb möglich, weil der Layer durch einen Workflow geschrieben wird. Schauen wir uns das nochmal an. Unter Lineage sehen wir, das ist der NDVI-Workflow. Das ist die Operation, die den NDVI mal minus 1 rechnet, den ich in Python hinzugefügt habe. Und das hier ist der Operator, der die hochgeladenen Punktdaten mit unserem Workflow für den negativen NDVI verknüpft. Und jetzt kann ich das Ganze wieder mitnehmen nach Python. Hier klicke ich wieder auf Copy Workflow to Clipboard und wechsle in das Jupyter Notebook. Im Jupyter Notebook kann ich auch die Punkte mit dem NDVI wieder abfragen. Dafür lege ich wieder einen Workflow bei ID an, füge die ID ein, die ich eben im User Interface kopiert habe, frage wieder an, was sind das für Daten und bekomme die Information, das sind Punktdaten mit verschiedenen Attributen, zum Beispiel dem NDVI. Dann kann ich den Data Frame, der die Punkte enthält, anfragen und erhalte einen Geodata Frame, der die ganzen Informationen beinhaltet. Diesen Geodata Frame kann ich dann zum Beispiel auch wieder plotten. Natürlich kann man das User Interface und auch Python einzeln benutzen, ohne die jeweils andere Komponente. Als Fazit kann man sagen, okay, letztes Jahr an der Foskes 2021 haben wir versprochen, dass wir an einem Python-Paket arbeiten. Da kann man sagen, check. Und wir haben das Ganze gerade gesehen, dass es halt sehr praktisch ist, zwischen UI und Python zu wechseln und da beides nutzen zu können. Wir haben auch noch einen Vortrag, da unser System hat in Rust geschrieben, ist zur GeoRust-Community. Das sieht man morgen um 11 Uhr. Da können wir ein bisschen Werbung hierfür machen. Und was wir gerade gesehen haben, ist, dass halt diese Arbeit in verschiedenen Umgebungen, User Interface, Jupyter Notebook sehr praktisch ist, weil es halt für verschiedene Anwendungen Sinn gibt, das eine das oder das andere oder vielleicht auch beides zu nutzen. Das heißt, wir wollen hier sehr flexibel sein. Und ja, die Nutzung des Systems ist sehr flexibel, also auch die Anwendungszwecke. Das heißt, man kann das sowohl sehr gut als Datenportal, als interaktives, exploratives Datenportal mit gewissen Processing-Features verwenden oder auch ja rein für Processing, um halt Datenprodukte zu erstellen und die vielleicht über gewisse APIs ja weiter zu verteilen oder anzubieten. Als Ausblick sehen wir halt weiterhin wichtig an, KI-Workflows anzubinden. Das heißt, aktuell haben wir eher so klassisches Processing im System, aber wir sind auch aktiv an einer Anbindung an Deep Learning am Arbeiten, wo man quasi unsere Workflows nehmen kann als Vorverarbeitungsschritte und dann diesen Workflow ja im Training von Deep Learning zu verwenden. Und das Ganze möchten wir dann eigentlich noch gerne ausdehnen, zum Beispiel für baumbasierte Modelle wie Random Forests oder Boosted Trees. Wir möchten ja mehr Einsatz in Projekte haben. Wir sind aktuell in verschiedenen Projekten, wo wir wahrscheinlich demnächst Ergebnisse zeigen können, Beispielportale, die bestimmt interessant sind und auch Anregungen geben für mehr. Was natürlich immer interessant ist für uns, sind halt weitere Beispiel-Use-Cases, die wir anbieten wollen. Wenn man auch Ideen hat, kann man gerne auch mit uns in Kontakt kommen und wir überlegen gerne gemeinsam. Was sehr wichtig wäre, dass wir eine gehostete Demo-Instanz anbieten, denn ja, so macht es viel einfacher, quasi das System einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was man damit, ja, auf welche Ideen man kommt für Anwendungszwecke. Aktuell ist das so, man kann gerne uns ansprechen und dann vereinbaren wir einfach einen Termin und dann kann man da entsprechend nochmal drauf eingehen oder wie gerade eben zeigen wir das System einfach auch gerne im Einsatz. Und damit bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit und für das Interesse an GeoEngine. Ich bin gespannt auf Fragen oder auch gerne auf Fragen im Nachgang, die man gerne an uns direkt hier stellen kann während der Foskes oder bei weiteren Infos gerne auch auf www.geoengine.de gehen kann, sich dort weitere Infos suchen oder auch einfach mit uns in Kontakt kommt. Vielen Dank.